Nichts macht ein Wochenende auf dem Land schöner, als wenn man Bill dabei helfen darf, seine Kaninchen zu füttern. Hier, friss. Coco, hast du noch eine Möhre für Herbert Hoppinger? Keine übrig? Dann holen wir noch ein paar, ja? Coco wollte schnell zur Farm der Renkins laufen, um Nachschub zu holen. Nein, wir müssen nicht die Nachbarn bitten. Die habe ich alle selbst angebaut. Das ist ganz leicht. Sogar ein Stadtjunge wie du kriegt so etwas hin. Na komm, ich schenke dir eine Tüte Samen. Du tust sie einfach in die Erde, Wasser drauf und schon wachsen sie. Coco konnte es nicht erwarten. Coco, bist du das, der dieses Geräusch macht? Das klingt ja, als ob... Oh je, was ist das? Nein, bitte nicht. Coco, falls du einen Keller gräbst, wir haben schon einen. Du willst diese Samen doch nicht etwa so hier einpflanzen, oder? Schluss, nein, hör auf! Coco, so bringt man Samen nicht in die Erde. Pass auf, man muss sie zuerst aus der Packung herausnehmen. Hier auf der Rückseite gibt es eine genaue Anleitung. Siehst du? Also, was steht hier? Zuerst einmal ist dieses Loch ein bisschen zu tief. So, das hätten wir. Großartig. Mohrrüben zu säen war einfacher, als Coco gedacht hatte. Coco war sehr aufgeregt. Er träumte die ganze Nacht von Mohrrüben. Stimmt etwas nicht? Hast du gehofft, sie wachsen über Nacht? Man muss Geduld haben und gut gießen. Während Coco in der Stadt war, goss Bill fleißig das Beet. Aber an den Wochenenden kümmerte sich Coco selbst darum. Zu bitter. Die steckte er wohl besser noch mal in die Erde zurück. Coco erklärte Hopsi, dass das hier sein Garten wäre und kein Nussversteck für Eichhörnchen. Hm,
Öffnen Sie den Kühlwassertank und überprüfen Sie den Stand des Kühlwassers. Ah, da bist du ja, Coco. Ich wollte Luke und Adas Sommerauto zum Rollen bringen, aber wo ist meine Zange? Oh. Oh, da ist sie ja. Und wo habe ich jetzt meinen Eistee hingestellt? Herrlich, danke, Coco. Wenn ich das Auto in Gang gebracht habe, machen wir eine kleine Probefahrt, um uns zu erfrischen, okay? Eis. Das war kalt, genau wie Schnee. Eiswürfel waren allerdings viel größer als Schneeflocken. Er musste sie nur durch den Eiszerkleinerer drehen, dann würde er ganz schnell so etwas wie Schnee haben. Was machst du denn da? Kühlst du dich mit Eis ab? Stadtkinder, du willst aus Eisstückchen ein Schneemann bauen. Wie soll das gehen? Man braucht weichen, nassen Schnee, um einen Schneeball zu formen. Diese Eissplitter sind viel zu hart und zu dick, siehst du? Das tut gut. Tja, ich muss weiter meine Zeitungen ausfahren. Danke für das Eis, Coco. Coco brauchte also etwas anderes, um seinen Schneemann zu bauen. Etwas, das zusammenklebte. Coco, sind unsere Eiswürfel etwa alle? Oh, da sind sie, wie schön. Ich nehme mir ein paar, ja? Hey, pass auf, wo du hintrittst, Coco. Wir wollen doch das kleine Sommerauto nicht voller Schlamm machen. Schlamm. Der war zwar nicht so kalt wie Eis, aber dafür einfacher zu formen. Wo konnte Coco so richtig viel Schlamm herbekommen? Mit diesem Schlamm konnte man auch keine Bälle formen. Genauso wenig wie mit Eissplittern. Oh. Hey, Coco! Hast du Probleme mit deiner Matschepampe? Um perfekten Schlamm zu kriegen, braucht man die richtige Mischung aus Erde und Wasser und dann schön rühren. Na, siehst du? Coco war dabei, den ersten Schlammschneemann der Welt zu bauen. Und nichts konnte ihn aufhalten. Oh, tut mir leid, Coco. Aber das ist nun mal so. Wenn Schweine Schlamm sehen, gibt es für sie nur noch eins. Mach dir nichts draus. Als Frau Professor Weisheit anrief und ihn um seine Hilfe bat, machte sich der Mann mit dem gelben Hut sofort auf den Weg. Er nahm Coco mit, falls sie auch einen Affen brauchte. Coco nahm ein Spielzeug mit, falls sie ihn doch nicht brauchte. Danke, dass ihr gekommen seid. Das Naturkundemuseum hat uns ein Dinosaurier-Skelett geschickt.
Könnt ihr mir bitte helfen, es zusammenzusetzen? Gegen Mittag kommt ein bedeutender Forscher, der es sich ansehen möchte. So sieht also ein Dinosaurier-Skelett aus, bevor es zusammengesetzt wurde, Coco. Toll, was? Wir haben hier eine genaue Anleitung, die von Dr. Drösel angefertigt wurde. Er hat diese Knochen gefunden. Oh, großartig. Da dürfte ja nichts schiefgehen. Wir setzen die Knochen erst einmal nur zusammen, damit wir fertig werden. Wenn Dr. Drösel alles begutachtet hat, befestigen wir sie richtig miteinander. Er kommt, um unsere Arbeit zu überprüfen? Er hat seinen Fund bisher wie einen Schatz gehütet. Deshalb müssen wir ihm beweisen, dass wir sehr sorgfältig und... Oh nein! Coco! Nein, Coco, wir müssen nicht wissen, welche Geräusche alte Knochen machen, wenn man sie aufeinander schlägt, klar? Spiel lieber mit deinem Flugzeug, lass es doch mal fliegen. Oh, hey, nein, ich meinte doch draußen. Nur weil die Flügel abgefallen sind, ist es noch lange nicht kaputt. Hier, siehst du? Hey, nein, draußen hatte ich gesagt. Oh. Hey, das ist ganz leicht. Und für Coco war es leicht, jemanden zum Spielen zu finden. Denn das Gute an Katzen ist, dass sie einfach alles fangen wollen, was sich bewegt. Und hier ist der Kopf. Großartig. Na, nun komm schon. Okay. Irgendetwas stimmt noch nicht. Aber der Anleitung zufolge ist es korrekt so. Na gut, wenn es da so steht. Das hätten wir. Ich bin jetzt mit Dr. Drösel zum Essen verabredet. Na, hätten Sie Lust mitzukommen? Ihn kennenlernen? Es wäre mir eine Ehre. Währenddessen fand draußen das lustige Spiel statt. Eine Katze fängt ein Flugzeug. Bis, naja. Wenn sie das Flugzeug nicht finden würden, wäre das Spiel vorbei. Der stand vorhin noch nicht hier. Das musste der Dino sein, den sie zusammengebaut hatten. Gnocchi wollte das Flugzeug. Coco wollte ihr helfen, wieder herunterzukommen, aber sein Arm war zu kurz. Das war eine schlechte Idee. Frau Renkins hatte es eilig, mit ihrer vielen Arbeit fertig zu werden. Aber für ihre Lieblingsnachbarn hatte sie immer etwas Zeit übrig. Wie ist Ihr Morgen? Hallo! Gut und arbeitsreich. Heute ist Gerümpel-Wiederverwertungstag. Ja. Wir wollen jetzt zur Sammelstelle fahren. Sollen wir irgendetwas für Sie mitnehmen? Oh, aussortiert haben wir alles, aber wir kamen noch nicht dazu, es aus dem Haus zu tragen. Mein Mann hat alle Hände voll mit unserer dicken Bertha zu tun. Dicke Bertha? Oh.
Kann mir vielleicht mal jemand helfen? Bin schon da. Das ist die dicke Bertha. Die habe ich gezüchtet. Ist sie nicht eine Schönheit? Sie hat es in die Endrunde dickster Kürbis geschafft. Dickster Kürbis? Das ist ein Wettbewerb? Ja, und was für einer. Heute ist die Endrunde. Wenn man es schafft, da reinzukommen, ist man schon ganz schön gut. Haltet fest, haltet fest. Vorsicht! Ich hab ihn. Ich hab ihn nicht. Nicht loslassen. Passt auf, nehmt euch ihn ab. Ich hab ihn doch. Halten Sie ihn, nicht loslassen. Seid bitte vorsichtig. Beschädigt meine Bärte nicht. Lasst sie nicht fallen. Oh, wie. Au. Oh, wie. Du meine Güte. Tja, Coco, es sieht so aus, als hättest du gerade entdeckt, wie ein Hebel funktioniert. Naja, du bist auf dem Ende des Brettes gelandet, daraufhin ist der Eimer durch die Luft geflogen. Direkt auf meinen Hut. Danke für Ihre Hilfe. Wir machen uns jetzt mit Bertha auf den Weg. Möchten Sie, dass wir Ihre alten Sachen mitnehmen? Sie müssen es nur sagen, es wäre kein Problem. Na gut, es ist nur ein Stapel. Er steht im Wohnzimmer. Viel Glück, Bertha. Na komm, Coco, wenn wir uns ein bisschen beeilen, können wir heute Nachmittag noch angeln gehen. Ja, wir laden nur noch die paar Sachen hier auf und... Was? Das soll ein Stapel sein? Sieht wohl eher aus wie ein riesiger Berg. Das bekommen wir nicht auf den Anhänger. Wir müssen das, was wir schon aufgeladen haben, erst wegfahren. Ach, damit werden wir wohl den Nachmittag zubringen, Coco. Das mit dem Angeln können wir vergessen. Du möchtest hierbleiben und das Zeug schon raustragen? Einverstanden. Gute Idee. Damit sparen wir auf jeden Fall Zeit, Coco. Stapel alles vor dem Schweinegatter auf. Wenn ich zurückkomme, laden wir es zusammen ein. Sei ein braver kleiner Affe. Wenn Coco es schaffen würde, alles rauszubringen, bevor der Mann mit dem gelben Hut zurückkam, könnten sie noch zum See fahren. Dieses alte Bügelbrett hielt ihn auf. Aber vielleicht war es genau das, was ihm helfen würde, die Sachen schneller nach draußen zu befördern. Er brauchte etwas, wo er es drauflegen konnte. Coco mochte alles, was auf der Speisekarte des Geh-nicht-vorbei-Restaurants stand. Besonders die Labyrinth-Rätsel. Gut gemacht, Coco. Na, was ist? Würdest du es auch mit dem Labyrinth auf der Farm der Rankins aufnehmen? Wow, da ist es. Das ist ein Labyrinth? Da würde Coco aber einen größeren Buntstift brauchen. Ich begrüße Sie, liebe Radiohörer, beim diesjährigen rätselhaften Labyrinthrennen. Es geht darum, wer das Rätsel des Maisfeldlabyrinths von Farmer Rankins als erster löst.
In diesem Jahr hat Bauer Rankins wirklich ein irrsinniges Meisterwerk geschaffen mit mehr Wegeverzweigungen, Kreuzungen und Sackgassen als je zuvor. Wer als Erster den Ausgang weit hinten bei der Scheune findet, hat gewonnen. Aber was rede ich da? Das wissen Sie ja. Gerade haben alle Teilnehmer den Plan erhalten. Fragen wir Sie doch mal, mit welcher Strategie Sie vorgehen wollen. Ach, wir überlassen das ganz allein Tina. Und wer ist Tina? Nicht wer, sondern was. Tina ist unser kleiner, intelligenter Navigationshelfer. Tina benutzt Satelliten, Ultraschall und Infrarotsignale. Genau, diesen Plan werden wir gar nicht brauchen. Richtig. Ganz allein, wo ist Ihr Partnersprint? Ein Partner würde mich nur aufhalten. Genau wie ein Plan. Ich habe vor, zu rennen, bis ich den Ausgang finde. Ich mach's wie im Märchen. Ich streue einfach Maiskörner hinter mir aus. Dann weiß ich ganz genau, wo ich schon überall gewesen bin. Wir werden uns genau an den Plan halten. Auf dem Papier findet Coco immer den Ausgang. Keine Sorge, Coco. Das hier ist genauso wie das Labyrinth auf der Speisekarte. Nur ein bisschen größer. Alles klar? Die einzige Regel ist, dass ihr auf den Wegen bleibt und nicht kreuz und quer durch den Mais lauft. Sind alle startklar? Auf die Plätze! Fertig! Labyrinth! Biegen Sie rechts ab. Aus dem Weg, bitte! Oh. Siehst du? Wir sind jetzt hier. Dieser Weg endet hinter der Kurve im Mais. Oh nein, so ein Mist! Eine Sackgasse! Also sollten wir dort entlang gehen. Verzeihung! Oh. Halten Sie sich links. Oh, unglaublich, nicht zu fassen. Ein Team hat schon in Kürze den ersten Kontrollpunkt erreicht. Hier müssen Sie die Glocke läuten. Weiter geradeaus. In Ordnung, geradeaus. Ich überhole links. Ich weiß, die Glocke klingt, als wäre sie dort drüben. Aber wir sind hier. Der Karte nach müssen wir nach links. Nein, warte, Coco! Oh, was für ein Pech für den kleinen Affen. Er ist wieder in einer Sackgasse gelandet und damit sind die beiden nun an letzter Stelle. Oh, Team Quint erreicht soeben den zweiten Kontrollpunkt. Das ist sehr rekordverdächtig. Aber der junge Bill holt auf. Hey, Moment mal, da war ich schon. Und da. Dann muss ich jetzt nach rechts. Da wären wir. Aha. Möchtest du läuten? Team Coco ist das Letzte, das den ersten Kontrollpunkt erreicht. Ich bezweifle, dass sie Team Quint je einholen werden. Jetzt drehen. Einfach drehen? Gut, wenn du es sagst, Tina. Das kommt mir aber komisch vor. Siehst du, hier ist die Brücke und dort der Traktor. Das ist alles auf der Karte. Wenn man von oben auf das Labyrinth schaute, sah es der Karte viel ähnlicher. Und jetzt konnte Coco auch leicht den Weg zur nächsten Glocke entdecken. Ich folge dir, Coco.